Grüß dich! In diesem Video schauen wir uns die Umkehrfunktion von der dritten Winkelfunktion an, dem Tangens. Erinnere dich dran, dass der Tangens der y-Koordinate vom Punkt T entspricht. Der Punkt T liegt dabei immer auf der senkrechten Tangente zum Einheitskreis mit der x-Koordinate 1. Mach dir nochmal bewusst, dass der Tangens nicht für alle Winkel definiert ist. Sowohl für minus 90 Grad und für plus 90 Grad ist es zum Beispiel nicht definiert. Dazwischen aber für alle Winkel schon. Was braucht man in diesem Video? Wenn du dir da noch, beziehungsweise wenn du dir da wieder unsicher bist, dann schau dir nochmal das Kastal Einheitskreis, beziehungsweise das Kastal Winkelfunktionen am Einheitskreis an. Ich habe zu beiden ein Video gemacht, das du gern auch nochmal anschauen kannst. Der Tangens ist ein bisschen anders als der Sinus und der Cosinus. Er kann nämlich jede reelle Zahl annehmen. Spätestens nach diesem Video wirst du wissen, wieso. Außerdem wirst du den Arcus-Tangens definieren können. In diesem Video schauen wir uns das letzte Kastal an am Arbeitsblatt. Wie gesagt, ist der Tangens weder für minus 90 Grad noch für plus 90 Grad definiert. Deswegen sind bei diesem Intervall die eckigen Klammern so nach außen. Das zeigt einfach an, dass die Grenzen nicht mehr im Intervall selber drinnen sind. Versuch, gleich das ganze Arbeitsblatt selbstständig auszufüllen. Natürlich kannst du wie immer das Video pausieren, um mehr Zeit zum Überlegen zu haben. Setz anschließend das Video für die Auflösung fort. Anders als der Sinus und der Cosinus kann der Tangens beliebig groß bzw. beliebig klein werden. Der Punkt T kann dir auf der senkrechten Gerade so weit oben liegen, wie er will. Das Intervall von minus unendlich bis plus unendlich, das ist ja genau was der Tangens annehmen kann, dieses Intervall entspricht ja genau allen reellen Zahlen. Wir können daher für diese Menge gleich R schreiben. Als nächstes schauen wir uns den Arcus-Tangens an. Laut Taschenrechner ist ja der Arcus-Tangens von 1000 ungefähr 89,9427 Grad. Das ist ja fast der rechte Winkel, aber nicht ganz. Das ergibt ja auch grafisch irgendwie Sinn. Der Punkt T ist ja dann 1000 Einheiten weit oben. Und wenn wir vom Ursprung dorthin kommen wollen, müssen wir fast senkrecht nach oben. Aber eben nicht ganz senkrecht, weil wir immer noch eine Einheit nach rechts gelangen müssen. Das ist sehr wenig im Vergleich zu diesen 1000 Einheiten, die wir nach oben gehen, aber eben ein bisschen was. Darum ist eben nicht genau ein rechter Winkel. Leichter zum Darstellen ist der Arcus-Tangens von 0. Das sind nämlich genau 0 Grad. Weil eben der Tangens von 0 Grad genau 0 ist. Der Punkt T, der liegt ja dann genau auf der x-Achse. Der Arcus-Tangens von minus 1000 ist minus 89,9427 Grad. Das ist genau der negative Wert vom Arcus-Tangens von 1000. Der Punkt T ist ja jetzt genauso weit unter der x-Achse, wie er vorher drüber war. Wir haben ja nur den Punkt T quasi hinuntergespiegelt. Und der Arcus-Tangens von einer beliebigen reellen Zahl, der sucht jetzt also einen Winkel, dessen Tangens genau diese Zahl ergibt. Wie gehabt, gibt es unendlich viele solche Winkel. Wir beschränken uns aber nur auf Winkel zwischen minus 90 Grad und plus 90 Grad. Und es gibt tatsächlich für jede Zahl einen solchen Winkel in diesem Bereich. Der Arcus-Tangens ordnet also jeder Zahl in R genau einen Winkel im offenen Intervall von minus 90 Grad bis plus 90 Grad zu. So, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Der Sinus und der Cosinus, die sind für alle Winkel definiert. Die Menge aller Winkel, die können wir auch mit der Menge der reellen Zahlen gleichsetzen. Sowohl der Sinus als auch der Cosinus bilden jeden Winkel
auf eine Zahl im Intervall minus 1 bis plus 1 ab. Beim Tangens, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der war ja nicht für alle Winkel definiert. Bei 90 Grad ist er nicht definiert. Und wenn ich beliebig oft 180 Grad dazu zähle, dann auch nicht. Mathematisch kann man die Menge aller Winkel, für die der Tangens definiert ist, so aufschreiben. Anders als der Sinus und der Cosinus kann der Tangens dafür jeden beliebigen Wert annehmen. Er bildet daher jeden Winkel dieser Menge auf eine reelle Zahl ab. Die jeweiligen Umkehrfunktionen weisen jede Zahl von diesen Mengen einen Winkel in jeweils einem zusammenhängenden Intervall zu. Beim Arcus-Tangens muss man da ein bisschen aufpassen, weil eben die Grenzen von diesem Intervall nicht mehr dabei sind. Natürlich gehen auch die Winkelfunktionen von diesen Intervallen wieder zurück in die Zielmenge. Die Ausgangsmengen sind ja da jetzt nur eingeschränkte Mengen von den Mengen ganz am Anfang. Das Coole ist aber, dass trotzdem alle Zahlen in diesen Mengen hier getroffen werden. Wenn wir uns also nur diesen Bereich hier anschauen, dann sind der Arcus Sinus, Arcus Cosinus und Arcus Tangens tatsächlich ganz schöne Umkehrfunktionen vom Sinus, Cosinus bzw. vom Tangens. Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt dieses Arbeitsblatt erfolgreich gemeistert. Ich hoffe, dass du viel mitgenommen hast. Viel Spaß weiterhin beim Entdecken und beim Lernen. Servus!